Damit einen wunderschönen Buongiorno, ihr Freunde der leichten Unterhaltung. Ihr seht mich heute zu Hause, nicht auf dem Motorrad. Die Einführung des Videos, was jetzt danach kommt, musste ich nochmal nachdrehen. Und aus dem Grund gibt es halt das Video hier direkt vor der Kamera im heimischen Zuhause. Ist alles halt gestern ziemlich blöd gelaufen. Ich habe angefangen mit dem Videodreh, dann hat die GoPro nicht funktioniert, ist ständig ausgegangen, deshalb fehlen so einige Videoschnitte, wo ich etwas für euch hatte, was ich euch erzählen wollte. Und ich versuche das einfach jetzt noch mal vorab ein bisschen ja noch mal aufzuwerten oder aufzuzählen, damit ihr noch wisst oder damit ihr auch wisst, was ich eigentlich davor gemacht habe, denn sonst fängt das Video irgendwo an. Und ja, dann fehlt der Zusammenhang. Also als erstes habe ich gesagt, dass wir die 200 Abonnentenmarke geknackt haben. Dazu herzlichen Dank. Wir sind jetzt mittlerweile bei 206 Abonnenten und ich habe ja gesagt, wir machen ein Special. Da geht es darum, dass ihr eure Fragen stellen könnt, mir persönlicherweise. Also was Fragen, die halt mich persönlich betreffen. Und das könnt ihr übrigens jetzt dann in diesem Video hier unten machen, in den Kommentaren. Wer das nicht möchte, weil er nicht möchte, dass seine Fragen von anderen gelesen werden, kann mir die Fragen auch über Instagram stellen, direkt. Und wenn nicht gewünscht, dass ich diese Frage namentlich vorlese, dann bitte mit reinschreiben, bitte namentlich nicht benennen. Dann wird die Frage halt einfach nur so formuliert und dann ist das okay. Ja, der nächste Punkt war, dass wir ab 1000 Abonnenten, dass ich dann auch Merch anbieten werde. Ich habe an Hoodies gedacht und Schlüsselanhänger. Habe schon ein neues Logo erstellt. Das könnt ihr in meiner Bio jetzt hier sehen, bei YouTube, und ihr könnt es auch sehen bei Instagram. Da könnt ihr euch das Logo oder die Logos angucken und ihr könnt das Hauptlogo sozusagen auch bewerten. Wenn ihr auf mein Bild klickt, dann öffnet sich automatisch die Abstimmung und es haben schon so einige abgestimmt. Im Moment sind es 75%, die dafür sind für dieses neue Logo und 25% sind dagegen. Ja, zum guten Schluss würde ich sagen, springen wir dann ins Video. Ich habe angefangen, dass ich gesagt habe, dass ich eine kleine Rundfahrt mache. Wieder so eine Stadtrundfahrt. Und bin auf die Geschehnisse eingegangen, die in Berlin stattgefunden haben am 8. Juni. Dieses schreckliche ja, Unfall, weiß ich nicht, Unfall kann man es nicht bezeichnen. Und habe einfach nur gesagt, dass der Mann, dem das passiert ist, dass man da wohl herausgefunden hat, dass der psychisch nicht so komplett auf der Höhe war. Und da habe ich noch so gesagt, um dem entgegenzuwirken, sollte man vielleicht für solche Leute entweder den Führerschein ganz entziehen oder auch als Alternative das begleitende Fahren anbieten, dass halt solche Leute in den Führerschein eingetragen bekommen, dass sie nicht mehr alleine fahren dürfen und nur noch mit jemandem, der psychisch auch gesund ist. Und da setzt halt im Grunde genommen dann das Video ein, dass ich gesagt habe, ich fahre da nicht hin, weil das halt einfach nur, ja, der Schaulustigkeit
Genüge getan wäre, und dafür ist mein Kanal nicht gedacht. Ich würde sagen, wir steigen dann jetzt ein ins Video, denn es wird noch mal richtig interessant und spannend am Ende. Lasst euch einfach mal überraschen. Ja, also GoPro Akku hat sich jetzt schon wieder verabschiedet gehabt, oder jedenfalls ist die GoPro ausgegangen. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, ich habe das Ganze, steuere das jetzt Ganze mal über mein Handy, mal gucken, was dabei rauskommt, ob das jetzt funktioniert oder ob sich das wieder abschaltet, weil der Akku zeigt voll an. Aber vielleicht sollte ich wirklich mal in Harz fahren oder, wie mir angeboten worden ist, mal in den Schwarzwald. Aber ich glaube nicht mit der 125er. Mit der 660er schon eher. Aber mit der 125er eher wohl nicht. Da ist man dann doch vielleicht, naja, obwohl, was heißt denn zu lange unterwegs? Ist auch relativ. Kommt drauf an, ich kann auch mit einer 660er mit 120 über der Autobahn dödeln. Aber sowas ist dann halt, wie gesagt, auch interessant, wenn man dann halt noch einen Motorradanhänger hätte. Damit man sich sein Motorrad halt drauf schneiden kann. Kann man bei schönem Wetter dann halt dort runterfahren und dann schön kurven. Und sollte es regnen, den Bock einfach wieder auf den Anhänger drauf und mit dem Auto dann nach Hause gefahren. Ich habe übrigens in Berlin auch wenig 125er bisher gesehen. Also nicht, dass ich gar keine gesehen hätte, aber habe mir eigentlich gedacht, dass durch diesen B196 viel mehr Berliner sich hinstellen. Hier, Mofa! ja. Hier sich hinstellen und sagen, bevor ich mich mit dem Auto durch die Straßen quäle, mache ich diesen B196er. Ja, und fahre halt im Grunde genommen dann lieber mit der 125er zur Arbeit. Aber scheinbar ist das nichts. Das ist Zehlendorf. Und wenn man hier fährt, du riechst dann die ganzen Bäume. Ich rieche die trotzdem, trotz dass ich den Helm auf habe und das Visier runter ist, ich rieche das. Ich sage immer mal, das ist das Nizza von Berlin hier. Zehlendorf. Fällt mir gerade ein, dass es ja nur noch anderthalb Monate ist, etwas mehr, vielleicht ein paar Tage mehr, bis ich meinen großen Führerschein beginne. So, dann haben wir eine kurze Pause gemacht. Und dann fahren wir mal nach Hause. Ich muss mir nur den Helm noch zumachen. Sehe ich gerade. Der ist nämlich, oder? Doch, doch, der ist ja zu. Der ist zu. Der hängt nur ein bisschen locker bei mir. Nee, nicht schon wieder Kopfsteinpflaster. Ich hasse das.
also Startpunkt entfernt und habe mich erstmal selber abgesucht. Habe erstmal überlegt, wo ist das alles? Wo kann ich das gelassen haben? Hab dann sofort umgedreht und bin dann erstmal zum Startpunkt zurückgefahren, immer mit einem Blick auf die linke Seite jetzt, weil das konnte nur rechts rausgefallen sein. Und bin dann halt erstmal die Straße wieder hoch, diese 300 oder vielleicht waren es auch 500 Meter, ich weiß es gar nicht so genau, ich hab's nicht gezählt, zum Startpunkt hin, um dort wieder zu suchen, wo es da rausgefallen sein könnte. Ich hatte nur eine Idee, dass es da vielleicht doch im Gras liegen könnte. Hier rechts. Und ja, da habe ich dann halt das ganze Gras durchsucht und nochmal mein Motorrad, meine Taschen nochmal abgesucht. Das war wirklich, man war in einer gewissen Art von Panik. Da kann man mal sehen, wie abhängig man heutzutage von einem Handy ist. Mag man sich gar nicht vorstellen. Gut, klar ist das ärgerlich, das ist ein Handy, das kostet über 1000 Euro im Neupreis. Und das war jetzt plötzlich weg. Und nun hieß es, guter Rat war teuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann dachte ich so bei mir, ich schwing mich nochmal einfach aufs Bike und fahre die Straße runter. Vielleicht ist es ja irgendwo bei den Autos in dieser Ladenstraße, an der wir gerade vorbeigefahren sind, dass es da vielleicht runtergefallen ist. Also auf dem Spike und dann nochmal so ganz langsam nochmal an den Autos vorbei. Mein erster Ansatzpunkt war halt, okay, alles klar, das Postauto da, das steht sehr, sehr ungünstig, weil das ist auch sehr breit, wenn das dann wirklich da hingefallen ist, dann ist er vielleicht da drüber gefahren, kaputt und ja. Das nächste war dann halt, jeden, der da über die Straße kam, den habe ich angeguckt, in der Hoffnung, dass der sagt, du, ich habe hier ein Handy gefunden, könnte das dein sein. Im zweiten denkst du, ja, vielleicht hat das auch einer aufgehoben und merkt jetzt, dass ich danach suche, aber er wird nichts sagen, weil er dieses Handy unbedingt haben will, was natürlich kompletter Quatsch ist. Ich meine, wir finden uns da in einer Ecke von Berlin, wo ich glaube, die Leute, ja, also da sind 1000 Euro, sind da Trinkgeld. Das ist, denke ich mir, auch mal vollkommen unsinnig, da jemand zu verdächtigen, dass es jemand klauen könnte, aber, oder mit dem, klauen ist es ja nicht, wenn ich es verloren habe, ist es ja kein Klauen, sondern ich hätte es ja dann einfach nur verloren. Wie ihr seht aber, war diese Suche auch erfolglos und ich wollte mich da auch nicht länger zum Affen machen, die Leute müssen gedacht haben, die suchen nach einer Bombe oder so. Bin dann wieder auf mein Motorrad gestiegen und bin dann erstmal ziemlich frustriert nach Hause gefahren. Auf dem Weg dorthin fiel mir ein, du hast dein Handy bei Google gemeldet und jetzt kannst du mal bei Google gucken, wo das Handy abgeblieben ist. Das solltet ihr übrigens auch tun, denn das kann euer Handy retten. Ja, wie ihr seht, das Handy ist wieder da und ich bin so glücklich, dass das funktioniert hat. Nicht zum Schluss mit der Hilfe auch von Google Maps mein Gerät wiederfinden oder mein Gerät finden, wo ich mein Handy geregistriert habe und man genau sehen konnte, wo es liegt oder beziehungsweise in einem Umkreis von 50 Metern. Musste ich natürlich dazu extra erstmal nach Hause fahren und dann halt mit der Familie wieder dorthin zurückfahren. Aber es lag nicht im Gras, sondern es lag auf einem Stromkasten. Und da geht mein Dank an
die Leute, die es gefunden haben und es da oben drauf gepackt haben, nicht selbstverständlich, denn viele nehmen so ein Gerät einfach mit und dann wäre es weg. Und das wäre natürlich wirklich schade gewesen. Also mein Dank geht an die Zehlendorfer, denn wie gesagt, in jedem anderen Ort wäre dieses Handy weg gewesen. In diesem Sinne, euer Tonkin ist für heute raus. Ciao mit Au und schön mit Ö.